Ja, bei mir steht jetzt heute Gast, Promi-Gast, Eurosport-Kollege, gerade wiedergekommen aus, woher? Pyeongchang. Pyeongchang, genau. Ja. Erzähl mir, wie war's? Wie hat's dir gefallen, Martin? Ja, es war sehr cool da drüben. Also wir hatten spannende Wettkämpfe, tolle Wettkämpfe und hat viel Spaß gemacht, haben ein cooles Team. Und speziell die Sprungwettbewerbe waren ja sehr erfolgreich. Also uns macht natürlich immer mehr Spaß, ein erfolgreiches Springen zu begleiten, wie wenn es ein bisschen hackt. Und ja, deswegen klar. War es aus deutscher Sicht natürlich sehr positiv und glaube ich, war eine schöne Übertragung. Und die Wetterverhältnisse waren schon kalt. Die waren kalt. Sag ich anfangs, ja. Hast du schon schön den Arsch abgefroren, auf Deutsch gesagt, oder? Ja, sozusagen. Aha. Wir hatten ja auch so eine recht exponierte Kameraposition auf dem Dach der Kommentatorenkabine, ja, wo schön der Wind drüber pfiffen hat. Und da war es schon kalt, vor allem in der ersten Woche. Da war es minus 15, minus 16 mit richtig Wind dazu. Ja, das war schon extrem, aber nachher ist ein bisschen wärmer geworden und war es auch kein Problem. Eigentlich sollte ja sowas im Wintersport nichts ausmachen, aber ich war trotzdem verfroren. Ja, klar. Aber es war für dich ein Ereignis. Es war wieder ein tolles Erlebnis. Du bist mittendrin statt nur dabei. Ja. Und das ist ja toll auch dann, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, ich sag mal, so ein Sport dabei zu sein, ist natürlich was Großes. Und Sport ist irgendwo mein Leben lang Leistungssportler. Und wenn man auch nach der aktiven Karriere irgendwo sich in dem Umfeld bewegen darf, ist das ein Privileg. Und klar, total. Mich hat es sehr gefreut. Und auch bei Olympia ist halt auch das Besondere, mal andere Sportarten zu sehen, andere Wettbewerbe zu verfolgen. Und genau, und heute bist du bei uns in der letzten Show, in der 16. Live-Show am Sonntagabend. Wir beschließen sozusagen mit dir unsere Live-Sendungen. Und freust du dich auf die Sendung? Auf jeden Fall, ich bin mal gespannt. Ich habe schon einiges gehört, wenig gesehen, nur ein paar Videos halt gesehen, so Zusammenfassungen, das ist schon ganz cool gewesen, aber gute Kritiken gelesen. Ja, genau. Und deswegen freue ich mich jetzt hier mal live vor Ort dabei zu sein. Genau. Und dein Kollege Sven Hannawald ist auch dabei. Ja, klar. Und Erich Kühnackel. Also dann danke ich dir erstmal für das Interview. Sehr gern. Und eine schöne Show. Wir sehen uns gleich in der Sendung. Cool. Bis gleich. Danke dir, Martin. Ja.